Dann kommen wir noch zu unserem letzten Vortrag. Ich darf Thomas Kinshofer begrüßen. Er hat sich sehr extrem stark für den Swiss Trust Broker engagiert. Er kommt vom BIT und erklärt uns oder zeigt uns, wie seine Veröffentlichung vorgegangen ist. Genau, das Projekt wurde ja schon erwähnt von Bruno und ich bin gespannt auf deine Inputs. Danke, Thomas. Also, grüezi miteinander. Mein Name ist Thomas Kinshofer. Ich trete hier jetzt gerade im Auftrag der BKDTI auf, arbeite beim BIT und rede hier in der Rolle als Product Owner für den Trust Broker Swiss. Ja, was ist Ausgangslage? Brauche ich, glaube ich, nicht mehr großartig und viel zu sagen. Was vielleicht wichtig ist: Wir haben den Trust Broker Swiss als Pilot genutzt, um Erfahrungen zu sammeln, weil ja noch sehr, sehr viele weitere Veröffentlichungen ausstehen, um hier ebenfalls auch zu prüfen, welche Hilfsmittel erarbeitet werden müssen. Und ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Wir alle haben wahnsinnig viel Erfahrung, Open-Source-Software zu nutzen, haben aber kaum Erfahrung, Software selber Open Source zu stellen. Und ich muss sagen, das war wirklich ein sehr, sehr herausfordernder Prozess. Warum machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze nicht nur, weil wir gesetzlich dazu gezwungen sind, sondern wir sind davon überzeugt, dass das Produkt, welches wir veröffentlichen, tatsächlich eine Funktionalität bietet, die auch andere nutzen können. Und zwar alle, die ein föderiertes IAM-System im Einsatz haben, können dieses kleine Nischen-Tool, Nischenprodukt tatsächlich benötigen. Und ich glaube, damit können wir der Allgemeinheit wirklich einen guten Dienst erweisen. Wir hoffen uns natürlich durch die Veröffentlichung eine Community aufzubauen, Feedback zu Issues zu erhalten und gegebenenfalls auch Wünsche zu Verbesserungen zu erhalten. Das Ganze hat sehr, sehr viele Herausforderungen. Aus Sicht Security ist eine Veröffentlichung von Source Code natürlich ein wenig problematisch. Denn auch Hacker können den Code jetzt herunterladen und analysieren. Das heißt, der Schutz einer Blackbox, die man bis dahin genossen hat, ich sag mal Security by Obscurity, der fällt weg. Was haben wir dagegen gemacht? Wir haben mehrere statische Code-Analyse-Tools eingesetzt. Wir verwenden automatisierte Tests. Wir setzen Negativ-Tests ein, also Tests, die die Schnittstellen-Spezifikation verletzen. Wir haben Pentester im Einsatz und wir verwenden ein Bug-Bounty-Programm. Ich denke, da haben wir so ziemlich in das gesamte Repertoire reingegriffen, das man eben zur Verfügung hat. Wenn, falls doch mal ein Security-Issue auftreten würde, müssen natürlich auch die Kommunikationsprozesse angepasst werden. Also hier muss dann auch auf der Veröffentlichungsplattform informiert werden, zeitnah informiert werden. Natürlich mit, was kann man dagegen tun und per wann ist ein Fix zu erwarten. Als nächste Herausforderung ist zu verhindern, ja? Ein Satz. Nein, das kommt nicht, aber weil ich dachte eigentlich, wir machen das abstrakt. Aber das ist ein Vermittler. Wenn man in einem IAM-System geht es darum, wer ist der User? Und ich habe verschiedene Möglichkeiten, mich einzuloggen. Das nennt sich dann Identitätsprovider. Da gibt es ganz, ganz viele. Wir haben bei uns, glaube ich, über 12 im Einsatz. Und was machen wir damit? Wir geben dem User die Möglichkeit auszuwählen, mit welchem Tool, also mit welchem IDP er sich anmelden möchte. Bekommen die Informationen, reichern das Ganze an. In unserem Fall machen wir daraus eine Verbundidentität. Das heißt, der User ist für die Applikation, die dann hinterher von uns die Information kriegt, immer derselbe, egal welcher IDP im Hintergrund steht. Und das machen wir eben mit dem Trust Broker. Wir unterstützen dabei Sammel auf IDP-Schnittstelle und für die Applikation Sammel und OIDC. Das bedeutet, man kann dahinter auch andere IAM-Tools wie zum Beispiel Keycloak oder direkt eine Applikation anbinden, die dann das Ganze bekommt.
Genau. Komme ich zurück zu den Herausforderungen. Es gibt natürlich auch die Gefahr von der ungewollten Preisgabe von Geheimnissen. Wenn man nicht aufpasst, werden Personeninformationen, die eben nicht veröffentlicht werden wollen, die ihren Namen nicht im Internet sehen wollen, offengelegt. Es kann natürlich auch sein, dass Codes, Zertifikate oder Informationen über Infrastruktur offengelegt wird. Was wir dagegen gemacht haben, ist, wir haben gezieltes Refactoring gemacht. Wir haben wirklich Aufwand betrieben. Wir haben das Ganze aufgeteilt in zwei Teile. Einen Teil, der veröffentlicht wird und einen Teil, der nicht veröffentlicht wird, weil der entweder Lizenz, also weil wir, wenn wir es veröffentlichen würden, selber Lizenzen brechen würden oder eben Informationen freigeben, die wir gar nicht freigeben wollen. Ja. Die andere Herausforderung, das haben wir auch schon gehört, ist, dass eingesetzte Lizenzen nicht verletzt werden dürfen. Es kann also Einschränkungen geben, das haben wir auch gerade gehört. Was aber wichtig ist, ist, wenn man eine Analyse vornimmt, ist, dass es zueinander inkompatible Lizenzen geben kann. Das heißt, auch Lizenzen sind nicht notwendigerweise transitiv zueinander kompatibel. Also A zu B und B zu C heißt nicht, dass A zu C kompatibel ist. Und das wiederum kann bewirken, dass man bei dem Einsatz von Third-Party-Libraries dann tatsächlich eingeschränkt ist. Und das muss man tatsächlich dann viel früher berücksichtigen, als es bis jetzt der Fall war. Um hier also keinen Fehler zu begehen, haben wir die eingesetzten Libraries ziemlich intensiv analysiert, einen Lizenztree aufgebaut. Und was eben auch wichtig ist, diese Analyse muss bei jeder Veröffentlichung erneut durchgeführt werden. In unserem Fall sind wir relativ frei. Wir haben höchstens schwaches Copyleft in den Third-Party-Libraries. Ich meine, es sind immerhin ein paar hundert. Und wir haben deswegen die AGPL gewählt, weil wir der Meinung sind, am Anfang kann man restriktiv sein, aber du kannst es nie wieder einfangen, wenn du am Anfang zu offen bist. Also rückwirkend ist das so gut wie überhaupt nicht möglich. Wir haben Gott sei Dank Hilfsmittel bekommen und ich hoffe, es gibt noch ein paar weitere Hilfsmittel, an denen man sich orientieren kann, mit denen das Ganze automatisiert stattfinden kann. Was ebenfalls wichtig ist, was man regeln muss, und wir als Pilotprojekt mussten das für uns selber eben regeln, ist das Vorgehen, ist das Setup von dem Ganzen idealerweise. Es ist hinterher einheitlich und das bedeutet für uns, dass wir gegebenenfalls ebenfalls nochmal Anpassungen machen müssen. Wir haben uns nach unseren eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten orientiert und organisiert. Wir haben versucht, das Ganze möglichst pragmatisch zu machen. Und das bedeutet bei uns zum Beispiel, jeder darf fast alles. Das ist einfach immer das Einfachste. Es ist DevOps, hat natürlich auch gewisse Risiken dabei. Aber meine Jungs und Mädels sind da absolut informiert und super professionell. Ich muss sagen, perfektes Team. Was ebenfalls wichtig ist, ist die Kommunikation. Hier ist natürlich die Frage, wer darf überhaupt kommunizieren? Was darf man kommunizieren und muss es gegebenenfalls vorher gereviewt werden? Da sind wir auch ein bisschen auf die Welt gekommen. Da waren wir am Anfang etwas arg frei. Und haben auch uns eine Sprache für die Veröffentlichung ausgewählt, in der wir keine Muttersprachler sind. Wir haben nämlich Englisch gewählt. Da gab es dann auch die Fragen, soll man das, darf man das? Wir haben das Ganze überlegt oder gemacht, weil wir der Meinung sind, dieses Tool sollte nach Möglichkeit möglichst weit, möglichst viel eingesetzt werden. Und wir sind davon überzeugt, die Welt spricht Englisch und nicht Deutsch. Und deswegen machen wir das so. Was ebenfalls zu regeln ist, ist, was passiert, genau hier, was passiert bei einem Security-Issue?
In Deutschland ist es ja sehr spannend. Wenn man da einer Firma ein Security-Issue meldet, kann es durchaus passieren. Oh, ich überziehe gerade fürchterlich. Kann es also passieren, dass man angezeigt wird, dass die Polizei vor der Haustür steht, den PC sofort beschlagnahmt, und genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass wenn wir ein Security-Issue haben in unserer Software, dass wir auch informiert werden, bevor größerer Schaden entsteht, damit man das fixen kann. Und wir sind im Gegenteil froh darüber. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das auf den Plattformen einrichten kann. Ich bin noch nicht ganz glücklich mit der Lösung, die wir haben. Das scheint noch nicht ganz ideal zu sein. Da werden wir noch etwas üben müssen. Ähnlich ist es beim Contribution Model. Hier ist nämlich die Frage, inwieweit können Dritte, also jemand, der jetzt die Software heruntergeladen hat und nutzt, auf die Roadmap Einfluss nehmen? Inwieweit kann ein Dritter eine Contribution machen? Ist das Ganze nur ein Change Request, also sprich nur eine kurze textuelle Beschreibung, oder geht das sogar Richtung Pull Requests? Pull Requests hat dann eventuell tatsächlich auch auf unser Entwicklungsmodell, wo wir entwickeln, mit welchen Tools wir entwickeln, Einfluss. Nachdem wir eine aktive Community idealerweise anstreben, denke ich, werden wir uns, je nachdem, welchen Ansturm wir uns ausgesetzt sehen, also bis jetzt ist der Ansturm halt leider Gottes noch sehr klein. Aber sobald es tatsächlich ganz konkrete Anfragen gibt, werden wir uns dem annehmen und hoffentlich im Sinne des großen Ganzen dann entscheiden. Bis jetzt ist es so, wir haben einen Change Request erhalten. Diesen Change Request kann in meinen Augen kein Dritter implementieren. Und nachdem er uns selbst ebenfalls sehr hilft, haben wir uns dazu entschlossen, das mal positiv zu behandeln. Zu guter Letzt, was man auch regeln muss, ist, was will man überhaupt veröffentlichen? Sourcen, so wie es das Gesetz vorschreibt, idealerweise noch mit einer Bildinformation, ist ja gut und schön. Aber um es richtig einzusetzen, wären Docker-Images oder Images gleich lauffähige Versionen der Software viel besser. Das bedingt allerdings einen sehr viel höheren Aufwand, weil man natürlich viel mehr als nur die Software veröffentlicht. In unserem Fall ist es auch gleich noch mit Alpine Linux noch eine Laufzeitumgebung, damit das Ganze in einem Docker-Image eben laufen kann. Zusätzlich veröffentlichen wir ein Mock-Tool, mit dem man eine Umgebung, IDPs und auch Applikationen simulieren kann. Wir veröffentlichen Beispielskripte, Kommunikation, Beispielkonfiguration und natürlich auch eine technische Beschreibung von dem Ganzen. Genau, dieses hier. Kommen wir zum Schluss. Oh, ich habe zu schnell geredet. Kommen wir zum Schluss. In unserem Fall glauben wir, dass wir durch die Veröffentlichung der Schweizer Allgemeinheit einen guten Dienst erweisen. Wir sehen Bedarf für diese Komponente, und zwar warum? Weil sie eine Nische bedient, die in jedem größeren System vorhanden ist. Die Vorbereitungen für Going Open Source sind wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich kann das nur bestätigen. Der Aufwand ist da, er ist sehr hoch. Der Code wird tatsächlich besser, weil man sich tatsächlich Gedanken darüber macht, sind To-Dos Fix-Me's, sind das wirklich noch To-Dos, sind das wirklich noch Fix-Me's? Und wenn ja, dann sollte man sie auch gleich beheben und nicht auf die lange Bank schieben. Was man aber auch sagen muss, ist die Herausforderung in Bezug auf Sicherheit. Die lassen die Verantwortlichen schwitzen, in dem Fall halt mich, weil ich auch noch zusätzlich für die Sicherheit verantwortlich bin. Ein letztes halbwegs persönliches Wort meinerseits. Eine
Veröffentlichung kann Vertrauen stärken, aber sie erfordert sehr viel Mut von den Beteiligten. Einerseits, weil sie natürlich über das Können Informationen geben, weil sie über, wie man etwas angeht, Informationen geben und was man tut. Man will keine Fehler machen. Man will bei der Lizenzwahl keine Fehler machen. Man will keine Lizenzen brechen. Man will sicheren Code veröffentlichen. Und zwar natürlich grundsätzlich als Privatmann, aber auch als Mitarbeiter der Bundesverwaltung. Dies ist insofern tatsächlich ein Punkt, wenn man mal in 20 Minuten die Kommentare so liest, dann hat man manchmal den Eindruck, in der Bundesverwaltung würden nicht unbedingt die hellsten Köpfe arbeiten. Ich kann von meiner Seite aus sagen, es arbeiten sehr, sehr schlaue Köpfe da. Es arbeiten vor allem sehr engagierte Personen dort, die alle daran arbeiten und alle bemüht sind, etwas Gutes zu tun. Und es sitzt, ich kenne niemanden, der Däumchen drehend irgendwo da sitzt und wartet, bis es Abend wird. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die extrem engagiert sind. Und man muss im Gegenteil teilweise wirklich aufpassen, dass so ein Team, insbesondere jetzt hier, wenn die Open-Source-Veröffentlichung im Raum steht, dass man nicht ausbrennt. Weil das Feuer ist da. Es nützt uns aber nichts. Es nützt uns allen nichts, wenn man einen kleinen kurzen Sprint hinlegt. Das Leben ist ein Marathon und unsere Arbeit auch. Herzlichen Dank.